so zahlreich hier sind und es tut mir leid, dass viele hier stehen müssen. Wir haben gerade überlegt, ob wir die Veranstaltung auch an Hörsäle tragen können. Das Problem ist, Ton ja, Bild nein. Und was machen Sie ohne Bild bei diesem Vortrag? Darum wollen wir uns bemühen, hier in diesem dicht gedrängten Raum hier die Veranstaltung durchzuführen. Nun, der Titel, Sie sehen es, heute geht es aufs Ganze, ins Fundamentale. Was sind und warum Geldnaturgesetze? Und wen besseren hätten wir dazu einladen können als den Physiker und Naturphilosophen Harald Lesch? Wer kennt ihn nicht? Alle, die den Bildungskanal des Bayerischen Rundfunks empfangen können, wissen, dass Herr Lesch die Sendung Alpha Centauri durchführt und sozusagen die Kunde von dem, was wir wissen über das Universum und über die Natur an den Mann bringt und an die Frau bringt. Nun, ich darf vielleicht ganz kurz Herrn Lesch vorstellen. Er hat in Bonn Physik studiert und ging dann wie viele Kollegen in der Physik erstmal ins Ausland, nach Amerika, um dort seine Lehrjahre durchzuführen. Er war dann in Kanada, in Toronto, der schönen Stadt Toronto, am nördlichen Ufer des Ontariosees, einige Jahre. Ich kenne die Gegend sehr gut, weil ich habe jahrelang am südlichen Ufer des Ontariosees gelebt, in Rochester, das war dann schon USA. Nun, das Glück für uns ist, dass Herr Lesch wieder zurückkam aus dem Land der Wunder, zurück nach Deutschland, und er hat dann in Bonn habilitiert und gleich darauf einen Ruf an die Universität München erhalten, auf den Lehrstuhl für theoretische Astrophysik, und gleichzeitig, Sie sehen es am Symbol rechts außen, ist er an der Jesuitenhochschule für Philosophie engagiert und lehrt dort über Naturphilosophie. Nun, wer Herr Lesch kennt, der weiß, dass er die Gabe hat, schwierige Sachen verständlich darzubringen. Und er ist nicht nur bei sehr ernsthaften Sendungen dabei, sondern wie auch, wenn man auf seiner Homepage sehen kann, auch bei der Lach- und Schießgesellschaft in München tätig. Und Sie werden ihn heute nicht das letzte Mal sehen, sondern auch in Zukunft immer öfter. Er wird die Nachfolge von Herrn Bublatt antreten im ZDF für die Wissenschaftssendung. Also in einigen Wochen. Ja, und damit möchte ich zwangers überführen zum Vortrag von Herrn Harald Lesch. Vielen Dank. Meine Güte. Sie sind hier. So viele. Es gibt kaum etwas Interessanteres als diese ersten 20 Sekunden zu Beginn eines solchen Vortrags. Meistens klingelt dann tatsächlich irgendwo ein Telefon. Machen Sie es aus oder gehen Sie dran. Es ist vielleicht was Wichtiges. Ich erzähle nur ganz harmlose Dinge. Vielleicht kriegen Sie gerade einen ganz wichtigen, existenziellen, wichtigen Anruf. Was denken Sie, was Sie heute Abend hier präsentiert kriegen? Also es wird so sein, ich bin völlig falsch angezogen, ich müsste eigentlich rote Hosenträger anhaben. Ich erzähle Ihnen etwas über den größten Chauvinismus, den Menschen oder überhaupt Lebewesen in diesem Universum verbreiten können. Der Chauvinismus, Sie wissen ja, Chauvinismus ist der Glaube an die Überlegenheit der eigenen Gruppe, und wir Physiker sind da besonders stark. Und genau über diesen Chauvinismus werde ich reden. Wir glauben nämlich, dass wir was verstehen von der Natur, nicht alles, also vielleicht auch nur ein bisschen, aber dass genau dieses Etwas uns dazu bringt, wir hängen quasi wie der Junkie an der Nadel der Naturgesetze. Wir wollen etwas wissen, und zwar etwas, was wir noch nicht wissen. Sie werden aus diesem Vortrag vor allen Dingen eins mitnehmen. Wir bieten Ihnen kein, überhaupt kein vollständiges Weltbild an. Was wir Ihnen anbieten können in der Physik, ist nur ein Naturbild, also ein Bild von der Natur. Und der Treibstoff für das, was wir machen, nämlich Wissenschaft zu betreiben, sind unsere Wissenslücken. Nicht das, was wir wissen, das haben wir schon hinter uns, das ist schon erledigt. Ja?
sondern das, was wir nicht wissen, das ist das, was uns umtreibt. Und mit welchen Methoden arbeiten wir, was kriegen wir dabei raus? Und vor allen Dingen werden Sie merken, die haben ja wirklich überhaupt keine Ahnung. Ja? Die verstehen ja kaum was. Und überhaupt, wieso regen die sich so auf? Dieses Universum, im Wesentlichen leer, da ist ja nichts los. Wenn Sie sich da draußen herumtrieben, beachten Sie den Konjunktiv, ja, also Sie würden sich da draußen irgendwo am Rand einer Galaxie, irgendwo am Rand eines Galaxienhaufens oder irgendeines Galaxien-Superhaufens rumtreiben. Nehmen Sie mal an, Sie wären ein Elektron. Sie werden schlecht geladen, also negativ geladen. Sie würden 25 Millionen Jahre brauchen, bis Sie mal jemand anders treffen würden, der möglicherweise positiv geladen ist, also gut gelaunt, also zu dem Sie sich hingezogen fühlen, oder noch ein anderes Elektron und dann tschack, würden Sie sich abstoßen. Da draußen ist nichts. Das Universum ist sowas von leer, das gibt es überhaupt nicht. Also es ist dramatisch leer. Das ist aber kein Wunder, denn wir sind ja hier. Also es ist tatsächlich so. Unsere Existenz hängt daran, dass das Universum so groß ist, so leer ist, so kalt ist und so alt ist. Das ist zum Beispiel eine dieser Dinge, die wir herausgefunden haben. Das, was hier so sitzt, also paar 90% Sternenstaub, der Rest ist Wasserstoff und Helium, in den ersten 3 Minuten entstanden. Was hier so rumsitzt, verlangt danach, dass das Material, aus dem wir bestehen, irgendwann mal entstanden sein muss. Und das passiert in Sternen. Damit es aber hier, an diesem Teil der Milchstraße auch dazu hat kommen können, dazu brauchte das Universum eine gewisse Geschichte. Und das Interessante ist nun, herauszubringen, dass das bisschen, was in den Sternen, in dem Innersten dieser Sterne passiert, nämlich die Verschmelzung von Atomkernen, von uns Lebewesen auf diesem Planeten verstanden werden kann. Und das Wahnsinnige ist nun, dass diese Naturgesetzlichkeit der Verschmelzung von Atomkernen, die wir erst erdacht und dann sogar ein bisschen im Labor, beziehungsweise in der ersten Bombe nachgebaut haben, wir versuchen ja gleich beide Seiten, dass wir sowas extrapolieren. Wir nehmen eine Erkenntnis von der Erde und behaupten nun, das, was wir von hier kennen, von diesem Planeten, gilt überall im Universum. Überall, immer und überall. Wir sind tatsächlich auf der Suche, wie es so schön am Anfang hieß, nach dem Ganzen. Wir wollen etwas wissen. Wie machen wir das? Also, die Methoden der Physik. Die Physik ist eine Fragemaschine. Sie ist keine Antwortmaschine, sie ist vor allen Dingen eine Fragemaschine. Und sie versucht herauszufinden, was sind die quantitativen Phänomene in der Natur. Quantitativ heißt aber auch, wir kommen um das M-Wort nicht herum. Mathematik. Tut mir leid. Ich kann es nicht ändern. Ich weiß, es hat sich im 21. Jahrhundert spätestens so eingebürgert in Deutschland, dass man gerne damit kokettiert, dass man von Mathematik überhaupt keine Ahnung hat. Meistens sind irgendwelche Mathematiklehrerinnen und Lehrer schuld, die sich nicht wehren können dagegen, also warum auch immer. Aber sie werden heute Abend durchaus ein bisschen mit Mathematik bombardiert werden. Es hilft alles nichts. Zumal wir jetzt im Jahr der Mathematik sind, deswegen bietet sich das an, auch nochmal ganz klar zu sagen, Mathematik ist, weil sie so völlig nutzlos ist, eine der schlagkräftigsten Waffen. Nutzlos in dem Sinne, sie ist nicht entwickelt worden, um irgendeinen Nutzen zu erbringen. Viele mathematische Gebilde sind nur gemacht worden, weil man sie machen konnte. Der Nutzen der Mathematik hat sich häufig erst hinterher herausgestellt. Das heißt, was ich plädiere, ist, Spielen ist wichtig. Intellektuelles Spiel ist außerordentlich wichtig. Und gerade für Universitäten ist es extrem wichtig, das immer wieder und wieder zu sagen, wir sollten uns auf keinen Fall nur unter dem Diktat der Anwendung unserer Fantasie und unseres Gehirns bedienen, sondern immer spielen, Möglichkeiten ausprobieren, gucken, was gibt es Neues, was gibt es anderes. Wenn Universitäten praktisch nur noch zum Zuliefererbetrieb für Industrie wird, dann können wir es auch einstellen. Also, die Physik als Grundlagenwissenschaft fragt nach der Struktur der Materie, der Struktur der Kraftfelder, der Struktur von Raum und Zeit. Eigentlich eine Frage, die zunächst einmal eine philosophische Frage war, was ist denn der innere und der äußere Sinn? Und natürlich die Wechselwirkung der Grundbausteine. Wie halten die Dinge zusammen? Was hält die Welt im Innersten zusammen? Das treibt uns an. Und wie bei allem, endlichen Dingen, alles, was Menschen tun, ist immer endlich, bleibt uns gar nichts anderes übrig. So wird es auch hier so sein, dass wir niemals an ein Ende kommen. Auch dann, wenn irgendjemand behaupten sollte, er hätte die Weltformel gefunden. Stellen Sie sich mal vor, Freitagabends, du bist allein im Labor oder in deinem Zimmer und findest die Weltformel. So gegen 6:30. Klingelt's Telefon. Frau ist dran. Denk dran, du musst noch Bier mitbringen. Der Kleine hat Schnupfen, guck nochmal, ob die Apotheke offen hat, wir brauchen Nasenspray. Die Weltformel liegt vor Ihnen. Ja, das sind die existenziellen Dinge, ne? Wie das so... Stellen Sie sich mal vor, Sie haben sie gefunden und keiner versteht Sie. Stellen Sie sich vor, Sie wissen alles und keiner fragt Sie danach. Ja? Das ist der maximale GAU.
Also wir werden nie damit zu Ende kommen. Es wird immer so sein, dass selbst dann, wenn wir noch was, dann werden wir, na, Sie werden ja sehen. Es gibt natürlich auch da Grenzen. Nun, die Physik als quantitative Lehre der Naturphänomene hat Forschungsziele. Eines der ganz wichtigen Forschungsziele ist die Reduktion von komplizierten Phänomenen auf möglichst wenige fundamentale Naturgesetze. Wir tun, was wir können, um die Natur aus unseren Experimenten rauszuhalten. Schon allein deswegen, weil sie stört. Ja? Wer lebt, stört, und die Natur lebt, also stört sie. Wir versuchen natürlich zunächst einmal Dinge herauszufinden, die nicht leben, also möglichst, na, wir sind inzwischen auch dran am Leben, aber erstmal versuchen wir Dinge herauszufinden, die nicht so störend sind, damit wir auf das Essentielle kommen, auf das Fundamentale kommen. Dazu gehören Elementarteilchenphysik, Quantenfeldtheorie und so weiter. Nun, dann gibt es die Konstruktion von effektiven makroskopischen Gesetzen. Sowas wie wir. Wir sind ein komplexes System, bestehen aus, na, was haben wir denn? 10 hoch 12 Zellen. Also wir sind sehr, sehr komplexe Systeme mit sehr, sehr vielen Bausteinen. Das können wir nicht mehr im Einzelfall beschreiben. Wir sind ein statistisches Modell der Natur. Wir sind Statistik, deswegen werden wir auch alt. Hm? Weil es geht immer was schief. Wenn wir nur ein Elektron wären oder nur ein Atom wären, könnten wir zwar nicht denken, würden aber auch nicht altern. Also würden Sie auch keine Gedanken darüber machen. Statistik bedeutet immer, irgendwas geht schief, und das ist das, was uns eben ausmacht. Wir wissen ganz genau, bei uns wird es irgendwann mal ganz schief gehen und dann ist es vorbei. Also, die statistische Physik, die Festkörperphysik, Chaos und Struktur, das sind Konstruktionen für große Modelle. Dann haben wir mathematische Formeln. So, ich werde sie noch nicht zeigen, ich werde nachher mal ein paar zeigen, nur so ein bisschen anzugeben. Also, Newtonsche Mechanik ist ja noch alles gut. Die Differentialgleichung, das ist die Wirbelsäule der Physik. Ja, da hat man die Zeit in der Hand. Man stellt eine Differentialgleichung auf mit irgendwelchen Anfangsbedingungen und dann löst man sie halt aus. So, und dann weiß man die Lösung und dann weiß man, wie es in Zukunft weitergeht. Hm? Ganz einfach. Das Beste, was wir haben, ÜB. Nicht IB, ÜB. Ah, okay, ich rede weiter. Ich rede einfach weiter. Einsteinsche Feldtheorie, Differentialgeometrie, allgemeine Relativitätstheorie. Eine wunderbare Theorie, die ist fantastisch. Und ich wundere mich immer, warum die eigentlich so unglaublich, wie soll ich sagen, faszinierend ist. Wer kann sich schon unter einer gekrümmten Raumzeit irgendwas vorstellen? Wer kann sich schon was unter kompakten Objekten was vorstellen, die Gravitationsfelder so sehr verändern, wie sie von der allgemeinen Relativitätstheorie beschrieben werden? Es ist eine Theorie, die ist so weit weg von uns, weiter geht's kaum noch. Und trotzdem sind wir total begeistert davon. Der größte Popstar des 20. Jahrhunderts war Albert Einstein, weil er uns in eine Welt geführt hat, die uns sagt, also wenn das wirklich stimmt, dann ist ja ganz komisch die Welt. Dann hat sie ja offenbar mit unserer Vorstellungskraft nichts zu tun. Umso erstaunlicher ist es, dass unser Erkenntnisapparat, der ja immerhin auch ein paar Millionen Jahre auf dem Buckel hat, im Grunde genommen, um mal eine rheinische Relativierung zu gebrauchen, dass der überhaupt sowas entwickeln kann. Denn es ist weit, weit weg von der Anschauung, mit der der Erkenntnisapparat erfolgreich in dieser Welt gewesen ist. Wir sind ja ganz normale Menschen. Also wir sind ja so Menschen von Meter, Kilogramm und so weiter und so weiter. Unsere Geschwindigkeiten sind im besten Fall, wenn wir ohne Auto sind, 40 Kilometer pro Stunde. Schneller können wir nicht laufen. Und das auch nur für 10 Sekunden. Ne? Also wie kommt es, dass unser Erkenntnisapparat in der Lage ist, so weit über sein Vorstellungsvermögen hinaus Theorien zu erbringen und sie auch noch in diesem Wechselspiel, von dem natürlich heute Abend ganz groß die Rede sein wird, dieses Wechselspiel zwischen Theorie und Experiment, immer wieder herauszufinden, welche dieser Theorien machen mehr Sinn als andere. Von Wahrheit will ich nicht reden, das werden Sie gleich noch sehen. Nun, für die Quantenmechanik die beste aller Theorien, die grandioseste aller Theorien, das Beste, was wir haben. Schon allein deswegen, weil man damit wahnsinnig viel Geld verdienen kann. Also es gibt ja den Popperschen Falsifikationismus, dass man sagt, ja, Theorien können gar nicht verifiziert werden, man kann sie nur falsifizieren. Wir können nicht wissen, ob eine Theorie wahr ist, wir können aber herausfinden, ob sie falsch ist. Na, man macht ein Experiment und wenn dieses Experiment den Vorhersagen der Theorie nicht entspricht, dann ist es eben doof für die Theorie. Man müsste eigentlich heutzutage sagen, diese ganze Wissenschaftstheorie, was sind eigentlich erfolgreiche Theorien, müssen vor allen Dingen daran gemessen werden, wie viel Schotter kann man damit machen. Und mit Quantenmechanik kann man richtig viel Geld verdienen. Die ganze digitale Elektronik, alles, was Sie sehen, was mit Computern zu tun hat, alles, was mit Lasern zu tun hat, ist Quantenmechanik. Achtung, Karlauer Zone.